Ja, mein Mund ist verschoben. So, jetzt geht's. Also, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Der sieht echt aus, als hätte er eine Kiefersperre. Mit mir, dem Herrn Gleich aus Gilde Nummer 1 und Gleich. ja, und dem Herrn Sofort da rechts neben dran, Sieht der. so aus. So. Und wie ihr seht, wir kämpfen hier im Siege gegen die Friends of Stab. Und ich vermute, also was heißt, ich vermute, ich weiß, dass die letzten zwei Mitglieder von uns mit Sicherheit wieder nicht aktiv sein werden in diesem Siege. Das bedeutet, also ich habe die glorreiche Aufgabe, diese letzten acht Siege reinzuholen. Ansonsten verlieren wir gegen die Du Friends of darfst Stab. keine drei verlieren. Ich darf zwei Matches maximal verlieren. Am dritten hast du ein Und Problem. dann ansonsten haben wir. Also es ist ein klein wenig Pressure auf mir gleich. Ein klein wenig Pressure, Weil er gleich noch Leute. unter Druck funktioniert, Leute. Er gleich funktioniert super unter Druck. Ja, normalerweise schon, wenn ich Zeit habe nachzudenken. Hast, ja, Und hast du ich habe auch. Zeit, deswegen lieber früher jetzt dieses Match hier gemacht als zu spät. Lieber früher als zu spät. Ja, nicht, dass dann wieder irgendwelche Probleme da sind. Oh, was ist denn So, los? ich fange jetzt mit der Biegeschule an. Wir Vielleicht sind beide könnte. nicht in der Kamera. Ja, Das perfekt. ist, ich bin in der Kamera drin. So. Nee, ich bin der, jetzt der Ja, Waschbär. das ist natürlich jetzt der Oberbringer, ne? Ich bin der Waschbär und du bist der Tiger. Dann lass uns doch kurz rausgehen. Das ist genau das, was ich eigentlich jetzt nicht unbedingt wollte. Bist du drin? Nee, ist egal. Bleib Nee, jetzt einfach so. geh doch Nein, rein. dann, du musst Dann. als erstes rein, weil Ach so, der. ich muss als erstes rein, ja. So, also ich bin jetzt drin. Mach mal den Teller da bitte weg. Das ist ja. Du kommst ja ständig dagegen. So, Ja. das ist jetzt allerdings eine Situation, die mir ganz und gar nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das reicht nicht, um da Das funktioniert reinzukommen. nicht. Das reicht nicht, um reinzukommen. Hier würde ich zumindest mal ein bisschen Schaden runterziehen bei der da oben. Zwei. Nee, durch den Punch. Durch den Punch. So, das ist kein guter Start, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist alles suboptimal hier, aber ich mache jetzt die Arbeiterin Tina. So. Und dann wird jetzt erstmal da oben bei der betrunkenen Lila ein bisschen was runtergekribbelt, dass ich ein bisschen mehr Zeit bekomme. Dieses. Oh. Starfington Academy. Ja. Jetzt schau mal. Nee, das machen wir nicht so. Wir machen jetzt hier den Mr. Deliver und der sollte da oben dann relativ schnell den betrunkenen Fry wegbekommen. Und dann sieht die Sache schon gar nicht mehr so schlecht aus. Jetzt kann ich nämlich Folgendes machen. Jetzt kann ich nämlich mit dem Peter und dem betrunkenen Peter die betrunkene Lila letzten Endes vernichten. Es ist sowieso jetzt gewonnen. Aber er würde jetzt durchstoßen, würde seine Gasattacke platzieren und dann wäre die weg nach einer Runde. So, gegen Keith 6110, Match Nummer 1 gewonnen. Alter Vater, das war jetzt allerdings ein hartes Stück Arbeit. Match Nummer 1 ist gewonnen. 7 Stück. Ich möchte jetzt nicht auf der anderen Seite sitzen, ne? Die Friends of Stab. Die wissen nämlich, was ihnen unter Umständen jetzt blühen kann. Und die waren sich wahrscheinlich die ganzen letzten Stunden mega siegessicher. Oh nein, Mad Max, 90er. Das ist natürlich jetzt eine ziemlich üble Sache. Ich fange jetzt mal mit dem Bob an. Je nachdem, mit was er jetzt kommt, muss ich mal schauen. Oh, da habe ich jetzt wahrscheinlich dann doch ein bisschen Glück. Ich könnte jetzt hier den. Das könnte ich machen. Ich könnte aber auch einfach den Dr. Bobbenstein spielen. Oder ich könnte auch den spielen. Ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ist natürlich die Frage, hier hätten wir 31, der crippelt 8 runter. Dr. Bobenstein würde auch durch eine Mauer durchkommen. Ich weiß ja nicht, was bei dem Bill Daugherty jetzt noch als nächstes kommt. Und das sollte Bill ich jetzt eigentlich. Daugherty. Bill Daugherty.
Warum hast du eigentlich das Spiel immer noch auf Deutsch? Du hast doch gestern im Video gesagt, du würdest es auf Englisch stellen. Ja, das ist jetzt eine Sache, die ist mir jetzt gerade in der Situation relativ egal. Peter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Diorama Dream. Oh, du hast super viel Leben, Herr Gleich. Du musst die Louise hochheilen. Ich muss, ja. Ja, Ja, aber das bringt mir dann auch nicht so viel. Nee, ich muss das hier machen. Dann habe ich nämlich Punch. Motivieren und die Bombe. Damit könnte ich den Diorama-Gene auf jeden Fall ziemlich weit runter hitten. Und jetzt habe ich das gewonnen. Ich habe es gewonnen. Ich habe es gewonnen. Ich habe es gewonnen. Ich habe mit dem Dr. Bombenstein genügend Angriff, um Mad Max zu besiegen. So, Match Nummer 2 gewonnen. Oh mein Gott. Pressure of Man gleich. Pressure of Man gleich. Jetzt müssen wir hier wirklich jetzt. So. Dr. Bobenstein hat's gerissen. Bofe 85. James Woods High School. Wir fangen jetzt mal mit dem Bob an und dann gucken wir erstmal, was er da oben draus macht. Die James Woods High School ist ja nicht fusioniert oder so. Jetzt komme ich mit K-Pop-Video. Hip-Hop. Hip-Hop-Bob. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch dieses Match in irgendeiner Form überleben und dann habe ich zumindest den auch schon mal besiegt. So, hier noch blocken da hinten, dass jetzt nichts passieren kann. Hier darf nichts schief gehen. Knife-wielding Seal Princess Little Pitties. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist jetzt natürlich echt suboptimal. Ich habe den Punch. Ich kann hier hinten die Snot Rocket dann auf jeden Fall noch zum Einsatz bringen. Wenn ich Glück habe, ja, er hat nach vorne gepuncht. Oder oh, langer Stab mit scharfem Stein hat gepuncht. Chicken Fight und das Match ist gewonnen gegen Bofe 85. Holy shit, man! Irgendwie bin ich gar nicht mehr in der Kamera drin. Das ist mir jetzt aber auch gerade echt egal. Die gucken da gerade. So, machen wir nichts. Machen wir nichts hier. So. Noch 5 Matches. Noch 5 Matches. So. Taylor Nur noch Gang. fünf Wette. Also muss ich gewinnen. Achso. Das ist natürlich jetzt nicht die beste Wahl. So, jetzt. Japan. Was ist Ja, denn? das meine ich damit. Die beste Wahl, die ich jetzt hier auf die Hand bekommen habe. Chicken Fight. Die wird er jetzt aufräumen. Oh, ich block jetzt. Als allererstes mal block ich jetzt hier im Eugene Belcher. Yo! Woohoo! Too bad goat. Und Taylor Gang ist besiegt. Von Friends of Stab. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, noch 4 Matches zu gewinnen. Gilt es zu gewinnen. 6 Möglichkeiten habe ich dazu.
Soul MN kommt mit einem arcturianischen Kung Fu. Das gefällt mir. Oh, Dr. Zoidberg. So, jetzt ist natürlich echt die große Frage hier, ne? Was machen wir jetzt? Das ist eigentlich ganz gut. Wir haben 22 Punch und heilen wieder 23 Leben. Ich versuche jetzt mit der Tom Landry Middle School gegen den Dr. Zoidberg irgendwas zu machen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ich irgendeine Karte bekomme, mit der ich irgendwie diese Middle School kombiniert kriege. Aber wie man sieht, das ist mir mal wieder nicht vergönnt. Alter, komm, bitte, solche Matches brauche ich überhaupt nicht, ne? Das ist wieder dieser tolle Effekt. Oh, komm, wir geben dir jetzt mal keine Karte, die du brauchen kannst. Soul M. So, und jetzt sind wir, jetzt sollten wir eigentlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eigentlich sollte es. Oh mein Gott. Wenn der jetzt, der Schwimmlehrer Bob. Oh mein Gott. Nein! Und das ist so ein Mist, verdammt nochmal. Ich hasse es, wenn die nur Kombokarten rausgeben. Hast du auch noch fünf gewinnen, oder? Nein, vier. Vier gewinnen? Ja. Vier gewinnt? Komm mal gleich, das schaffst du. Komm mal gleich, das schaffst du. Ich glaube an dich ja gleich. Los! Guck mal, da drüben ist deine overpowerte Karte, wenn du die hättest, oder? Ja. Die wäre gut, oder? Oh, für 85, Ich so. glaube, ich muss mal Congregate die reinschicken, oder? Dass sie die mal zumachen. Aber nur, dass du die hast, oder? Gleich? 80 Angriff? Ist das gut? 80 Angriff? Ja, guck doch, da oben. Oder eine Karte. Hättest du die? Das ist keine Karte, sondern das ist doch die Lebenszahl von der Hä? Tina oben. What? Neben dir, Herr Gla. Über dir Ach sogar. so, du meinst wegen, ach, die sehe ich jetzt gar nicht. Und jetzt habe ich ein Problem. Setzt die. Zeig Na, einmal warte, den warte, warte, Peter. warte, 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 warte. Ich muss tatsächlich, ich muss jetzt den Peter Ja, spielen. danach die Lila von der Seite pushen lassen. Oh. Nightfielding Seal blockt jetzt auch noch ein bisschen. Ich hoffe, dass jetzt hier wirklich da vorne. Oh mein Nein, du Gott, hast verloren. das wird nicht reichen. Kannst du es nicht mehr gewinnen. Hinten die Präsentation klatscht weg. Es ist zum Verrücktwerden. Zwei Matches. Ja, gleich, komm. Los. Bitte. Du hast kein einziges Mal verlieren, ne? Ja, gleich. Ja. Zweite dann haben wir verloren. Oh, Kevin K. Oh, Peter. Stewie. Bobby. Oder Stewie, Bobby. nee. Da Bin spiele ich kein Stewie. Der hat mir zu wenig Möglichkeiten, irgendwas richtig Krasses zu ich. kriegen. Mach den Devil. Oder? Ah, ne, der Cattle-Tail. Ja, der ist schon krass, 103 eben. Ja, nicht nur das. Mega viel Punch, Gas, alles querbeet. Normalerweise ist der Cat Till eine Karte, die alles zerstört da auf dem Feld. Und normalerweise ist das der sichere Sieg. Ich will jetzt gar nichts großartig riskieren. Ich werde jetzt hier einfach den Irate Lobster daneben dran setzen. Nicht, dass der dann auch irgendwas auf die Louise drauf klatscht oder so. So, jetzt haben wir Hast du den gewonnen? Mr. Business. Hast du gewonnen? Irate Lobster. Drei, zwei, eins. Und muss noch drei Siege machen. Du musst jetzt noch drei Siege machen, damit die Insel down geht, ne? Bobby.
Wieder die Stuffington Academy drauf. Das ist der Kölnhill, ne? Oh, das ist gut, dass er in Disco-Bänder spielt. Und da finde ich das ja gleich wieder. Das war gut, der Disco-Bänder, da freue ich mich. Disco-Bänder. Wenn er jetzt eine Bending School Grad gehabt hätte, hätte ich ein Problem gehabt. Aber Disco-Bänder, das Ding ist durch. So. Ding alles von dir. Vielleicht. Jo. Wie fühlt sich das so an, so viel Druck zu haben? Im Moment nicht so toll. Nö? Was heißt im Moment? Fühlt sich nie toll an. Los, ja gleich. Schaffst du jetzt, oder? Weil dann Bob drauf, Bobby drauf haut, bist du tot. Nein, ich nicht. Doch. Warum? Roger, Portemonnaie. Roger ist Kleiderschrank. Cloverella. Ja, damit hast du die Stuffing. Was macht der denn? Stuffing Academy, James Woods High School, James Woods High School. Was? Biegeschule. Hat der nur Academy-Karten drin? Also Educated. Naja, das ist ja auch die Educated Insel. Ich weiß aber. Hä? Nehmen seine Karten sind ja voll schlecht hier jetzt gerade. Da bin ich jetzt gerade nicht sehr unglücklich darüber. Ich weiß, aber trotzdem. Ist komisch. Dass man auf der Educated Insel so schlechte Karten drin haben kann. Ist gewonnen. Ja, gleich! Letztes Match. Das gewinnst du auch noch. Dann haben wir einen Vorsprung. Dann haben wir einen Vorsprung von 1000. Wie viel? Knapp 300 Punkte. Die gibt es 1000. Na ja, gleich. Streng dich an. Ein letztes Match. Du hast nur noch ein einziges Match. Das kannst du theoretisch schaffen. Wenn du jetzt gegen den obersten kommst, gegen diesen Fries, dann hast du ein. Nee, hast du nicht. Guck mal, jetzt, gegen den gewinnst du auch noch. Komm, das ist der letzte. Und der hat sogar eine Non-Fuse. Academy. Warum hast du. Herr Gleich hat was nicht erforscht. Herr Gleich? Sind Sie krank? Nee, die will ich auch gar nicht haben. Kein Problem. Hey, Herr Gleich, gar kein Sollte Problem. eigentlich kein Problem darstellen. Eigentlich. Jetzt kommt's. Das schaffst du. Hast du gewonnen. Noch nicht. Doch, hast du. Guck. Noch nicht. Dass der Punch jetzt da oben das weg, genau. Dann hat er nur noch die Tine da oben, die Punch direkt auch weg. Du hast den One-Hit vorne. Und deswegen kann er nichts mehr machen. Du hast gewonnen. Na gleich. Gratulation. Noch nicht. Aber jetzt! Aber jetzt! Du schreist. Ja! Ja! Destroy human! Ja! Es wird Ja! Alter! Zerstört! Bastet! Ja, Mann! Geil! Wuhu! An alle Kopfhörer-User, ihr Bastet! könnt ja gleich anzeigen wegen Ja! Körperverletzung. Ja! Ja! Der gleiche ist so eine Rolle. Zerstört! Was ist los mit dir? Zerstört! Bam! Bist du heute Drogen oder Bam! was? Oh mein Gott! Bam! Alter, Was Bam! ist los mit dir? Kaputt! Und jetzt verlieren wir es noch! Das glaube ich nicht. Alter, Ich Mamo! schreie nicht so rum, alle Redphone-User sind am Arsch jetzt. Nach der Aktion von dir. Ey, weißt du, was da eben gerade für ein Druck von mir abfällt? Ja und? Mann, Wow! Alter, der gleich muss mal lernen, und Druck zu spielen. Hab ich doch! Nö, Hab ich du doch! hast Und da ich hab's kennst du gar geschafft! nichts in unter Ja, Druck. das ist was anderes. Da kann ich ja Was? nicht denken. Da muss ich ja Jetzt. reagieren. Und reagieren unter Oh Druck kann ich Mann. nicht. Oh, Also, Mann! Oh, ich bin du out. bist so laut, jetzt bitte. Ich bin out. Stell dir mal vor, das Fenster jetzt offen.
Ich bin auch Weil nicht mehr scheißegal. alle Nachbarn würden sich beschweren, was Ist ist mir denn das für scheißegal. einer? Ist mir Was? scheißegal. Warum nicht? Warum? Weil das der Hammer war jetzt. Okay. Also wenn euch das heutige Video Oh. gefallen hat, würde ich mich selber ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Bis dahin auch rein Tschüss. und schreibt in die Kommentare, Hashtag Waschbär ist heute richtig aggressiv.